Die Macht wird immer mit euch sein, Mädchen und Jungs. Und damit herzlich willkommen zurück im nächsten Part zu meinem Let's Play zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga zu 100%. Im letzten Part haben wir in der Arena gegen die ganzen Tieren gekämpft und die Klonkriege haben begonnen. Und würde mal sagen, stellen wir uns jetzt endlich mal Count Dooku. Dooku auf der Spur. Und beenden damit die zweite Episode. Wir müssen Dooku in die Festung davon folgen. Aber Padme, sie... Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen, Anakin. Was denkst du, würde Padme tun, wenn sie an deiner Stelle wäre? Sie würde ihre Pflicht tun. Immer dieses Nörgeln und Rumjammern von Anakin, ne? Ja, das ist einer der Gründe, warum der in Episode 2 nicht so gemocht wurde, ne? Aber allgemein, hier ist Lego Star Wars, die Clone Wars Serie hat den sowieso redeemed, ne? Ja. Weil der Sprung von Anakin auf die dunkle Seite war ja so schnell, ne, in den Filmen, ne, ja. Aber wenn man Clone Wars guckt, sieht man, dass das nicht schnell war. Dass sich das alles nach und nach schon alles angebahnt hat. Oh, das ist ja... Ich glaube, ich gerade falsch, oder? Achso, ja, ich glaube falsch. Hier waren die Todessternpläne. Genau, da oben muss ich hin. Ja, mit dem werde ich jetzt nicht reden. Wie gelangen wir da hoch, Meister? In diesem Wrack gibt es sicher etwas, das wir nutzen können. Komm. Oder ich mogel mich wieder irgendwie hoch. Halt ein brennischer Profi mittlerweile, ne? Schön, euch lebendig zu sehen. Wir sind Dooku hierher gefolgt. Mussten wir doch einen Volltreffer hinnehmen. Hat uns wie ein Sack korulianische Erdäpfel vom Himmel geholt. Das Kanonenboot hier wird wohl nicht mehr fliegen. Wenn ihr also Teile oder so braucht, bin ich. Ja, die Macht ist auf jeden Fall schon sehr hilfreich, die Macht. Ja. Dann bauen wir mal was zusammen. Trampolin. Warte, gibt es eigentlich neue Informationen über die Figuren? Kenne ich schon. Kenne ich auch schon, alles klar. Warte, Obi-Wan kann doch mit denen reden, oder? Dort oben, das ist Dookus Hangar. Plötzlich bekommt der Typ seinen eigenen Hangar. Er ist erst 5 Minuten hier. Ich bin seit 5 Jahren hier. Wo ist mein Hangar? Das ist eine gute Frage, ey. Guck mal, so aus, als hätte er eine Kapuze hinten auf, ne, der Obi-Wan, ja. Alles klar, dann los geht's. Kampf der Jedi. Da verliert Anakin jetzt gleich seinen Arm. Aber den rechten, oder? Duschsteirat? Hey, das ist das Christopher Lee, oder? Der echt? Das ist von der. Das, spricht der. Nee, kann er gar nicht. Christopher Lee ist ja tot. Wir sind gefangen. Ja, wirklich? Okay, wobei im englischen Original, ne, könnte das Christopher Lee ja doch sprechen, ne? Theoretisch ja. Könnte er einen Synchronsprecher genommen haben, der genauso ähnlich klingt wie er, ne? Oder halt Szenen aus den Filmen, das hier reinkopiert. Es spielt keine Rolle, solange wir die hier erreichen, bevor er von diesem Planeten fliegt. So, eine Energiezelle haben wir hier. Die kommt da hinten rein. Ja, geil. Falls ihr fragt, das war schon so, als wir eingebrochen sind. Ja.
Geosiana! Warum soll ich mich dann die Mühe machen, mich da oben hochzubauen, ey, ganz ehrlich? Wartet. Runter. Man könnte ja trotzdem Mühe machen, da oben hochzubauen. Oder vielleicht ist da doch was, wo ich was einsammeln kann. Also es ist wieder ein Hauptlevel, ne? Ja. Nur ist nichts. War eben juck, 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 juck. Ah. Da kann ich nicht rein, ne? Ne, hat er ja zugemacht, alles klar. Ah, ich muss auf jeden Fall den Lichtschwert verbessern, ey. Weil das krieg ich so hin. Perfekt. Der Lichtschwert immer alles durchsäbelt hier, ey. Wie oft will diese Anleitung noch kommen? Ich habe schon gecheckt. Oh, meine Nase juckt ein bisschen, ey. Kann ich eigentlich im Spiel auch Sachen kaufen, eben? Upgrade, CD, die Mutter mal am Luft durch Gischer, dem Hilfe der Macht geworfen werden, richtig mehr Schaden an, erfrischen runter. Effektdauer der Jedi Gedankentricks, Effektradius der Gedankentricks, boah. Machen wir das hier. Verbesserte Gesundheit und. Angriffe durch Blaster und andere werden stärker. Angriffe durch Lichtschwert und andere Nahkämpfer werden stärker. Nur das hier. Ja. Komm, verbessern wir das direkt nochmal und zack. Jetzt haben wir unser Lichtschwert krass verbessert erstmal. Und jetzt dieses holen wir uns den letzten Stuhl von dem Stat-Magneten. Die Framerate bricht gerade wieder ein bisschen ein im Spiel, ne, ja. Boah, ich R2. Ich glaube, das kann ich gar nicht machen, das da hier oben, ne. Einmal probier es noch, aber ich glaube, das geht. Mach dich bereit für deine Vernichtung. Das geht doch. Dass ihr dafür beweglich genug seid, Meister? Nein, Junge, ich bin so agil wie ein wildes Fahrtier. Ja.
Konzentriert das Feuer auf den Jedi. Ach, guck mal, ich kann das Licht, wenn ich die Taste direkt nochmal drücke, direkt wieder zurückholen. Deshalb kommt das immer so schnell wieder zurück, weil ich die Taste immer spamme. Okay. Ist gut zu wissen, dass das so funktioniert. Ich habe was dazugelernt. Muss ich mich daran festhalten? Tatsache. Warum funktioniert das mit dem Machtstoß eigentlich manchmal und manchmal nicht? Ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen ein kleines Rätsel, ey. Ich auch. Wir müssen vorsichtig sein. Ach, ich bin sogar richtig gelaufen. Tatsache. Ha. Huh. Dooku. Willkommen, junger Jedi. Ich hoffe, dein Padawan weiß sich zu benehmen. Wir greifen ihn gemeinsam an. Du näherst dich langsam von links. Ich greife ihn jetzt an. Nein, Anakin, nein! Hä? Meine Jedi-Kräfte sind den euren weit überlegen. Also, gebt auf. Keine Chance. Alter, mache ich den Schaden jetzt. Der macht Blitz. Hä? Was macht denn jetzt? Und die können wieder springen wie die Weltmeister, ey. Zunächst noch ein wenig Spaß. Kämpft selbst gegen uns, du. Oder seid ihr bereits müde? Langsam, Anakin. Er versucht uns aufzustacheln. Das ist nicht zu gut. Hier unten bewirken wir nichts. Wir müssen ihn wieder auf unsere Ebene bringen. Alles klar. Oh, ein Medikit. Nice. Ah. I see. Na, da kann ich das noch nicht machen, weil er noch nicht da oben ist. Okay. Da, Dooku. Du kriegst mich nicht. Ihr habt euch zum letzten Mal in unsere Angelegenheiten eingemischt. Wow. Oh nein. Kontern, kontern. Boah. Ich habe euch gewarnt, dass meine Fähigkeiten die euren übersteigen. Boah.
Machtblitze ablenken kann man jetzt auch noch, ey. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen Nahkampf, ey. Ist ja langweilig, wenn ich die ganze Zeit einen Lichtschwertwurf mache. Au. Da, 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 da. Was ist hier vor uns, Dooku? Habt ihr Angst? Habt ihr ihm keine Kampfstrategie beigebracht? Er lernt nicht so schnell. Wir müssen ihn von dort herunterbekommen. Na, das Ding kippt jetzt eh um. Ich habe genug von euch. Hä? Da ist irgendwo noch ein Geosianer. Und da kommt er wieder auf mich zu, ey. Komm schon, komm schon! Meister Kenobi, ihr enttäuscht mich. Oh. Mächtig du geworden bist. Boah, geil, kämpfen wir jetzt mit Yoda? Die dunkle Seite ich in dir spüre. Yoda! Ach, schade, er macht den Schrei gar nicht. Ich bin mächtiger geworden als jeder andere Jedi. Sogar mächtiger als ihr. Viel zu lernen, du noch hast. Viel zu lernen, du noch hast. Ein alter Padawan. Ist der Yoda eigentlich auch so genauso langsam wie in der kompletten Saga, wo der mit so einem Stock läuft und der kein Lichtschwert draußen hat? Der Yoda, wie können wir ihn erreichen? Unser verbündeter Prima. Geil, Yoda, ey. Der kann das Lichtschwert nicht wegstecken. Können die alle gerade nicht. Was, der verhöhnt mich ja. Der Jedi Großmeister hier, ey. Ja, du gewinnst nicht. Mal gucken, wie lange ich das aushalten kann. Wenn ich dann nichts drück. Na gut. Ja, das Lichtschwert von Yoda ist ja ein Shotel, ne? Ja, so eine kleine Klinge, wie Ahsoka auch eine hat. Ein zweites Lichtschwert. Krass, ey. Gegen Count Dooku ist ja ein langer Kampf, ey. Gegen den kämpfen wir ja gleich direkt nochmal, ne? Ja. Episode 3. Zack. Was wäre mit dem los gewesen, ey? Natürlich muss dann auch der Arm verlieren. Oh geil, wir machen beide alle gleichzeitig, ey.
Was ist mit Anakins Arm? Der muss doch noch weg. Kommt jetzt. Gut gekämpft, du hast, mein alter Padawan. Das ist erst der Anfang. Und nicht schlecht. Anakin. Die ganzen Karten, ey. Willkommen zu Hause, Lord Tyrannus. Ich bin sehr zufrieden. Tyrannus. Mein Lord, der Krieg hat begonnen. Exzellent. Alles läuft genau nach Plan. Die Hochzeit. Mein Gott, sind da Ringe, ey. Das ist wie ein Herr der Ringe. Jaja. Angriff der Klonkrieger abgeschlossen, die Episode. Geil. Cool. Noch einen Teil, dann haben wir die Prequels fertig. Und dann kommt endlich die klassische Trilogie dran, ey. Ja, da habe ich, glaube ich, nichts geschafft, ne? Nee. Wir haben Yoda! Klontruppler-Commander, ja, den müssen wir kaufen. Ja, das ist Rex. Count Dooku, dunkle Seite. Palpatine. Oh. Haben wir am Ende gesehen haben, ey. Was ein Spoiler. 56,40% ist gar nicht so schlecht, ne? Hier hatten wir 60%. Cool. Da. Geil, sind wir bei Rache der Sith, ey. Da. Ah, gut. Also ich würde sagen, ich bedanke mich an der Stelle mal fürs Zuschauen und ich hoffe, der Part hat euch gefallen und im nächsten Part fangen wir dann Episode 3, die Rache der Sith an, beziehungsweise The Revenge of the Sith. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal und möge die dunkle Seite oder vielleicht auch die helle Seite mit euch sein, Mädchen und Jungs. Tschüss.